Ich finde meistens Warm-ups gehen ja auch nur nach Mittagessen. Ne? So auf Klausurtagen morgens ein Nee. Warm-up, da bin ich irgendwie. Also bis 13 Uhr ist mein Lieblings-Warm-up ein Kaffee, glaube ich. Das reicht dann schon mal. Und ansonsten finde ich, kann man so Demo, also so Demo-Situationen gut nachspielen. Oh, das ist Und interessant. so, man hat ein Team sind die Cops, das andere Team sind die AktivistInnen, die irgendwie so einen Gegenstand durch die Reihe der Cops bringen müssen oder ein Ah, bestimmtes Ziel bringen geil. müssen. Ein Team muss quasi so einen Gegenstand irgendwo hinbringen, die anderen müssen es verhindern. Ah. Natürlich wissen die Cops nicht, wer den Gegenstand hat und wissen deswegen nicht, welche Taktik sie fahren müssen. Ne? So. Und es ist aus beiden Perspektiven, ist manchmal ein bisschen mies, aber so ist aus beiden Perspektiven ganz lustig zu spielen. Das war ziemlich Corona-tauglich, glaube ich, ne? Ja, super. Ja. Kaum Schön, Körperkontakt. so eine Aerosole-Party. Das Draußen klingt irgendwie. natürlich. Aber auf welchen Tagungen spielst du denn so ein Spiel? Ja, das, Moment. Wo muss ich mich da anmelden? Ja, wir machen ein paar Warm-ups und dann das und das und das. Und eigentlich hasst man ja Warm-ups. Also ich hasse die. Ja. Ich schäme mich einfach so voll dafür. Und gleichzeitig weißt du, dass die halt so voll effektiv sind. Und das ist Ja. so. Je nach Situation ist das andere schlimmer, ne? Also, wir haben auf jeden Fall so Dozierende bei uns, die das jede, auch so bis seit 3 Jahren in der gleichen Seminargruppe und immer wieder jedes einzelne Seminar, so einfach damit wir es nochmal ausprobieren können, machen wir jetzt ein Vorstellungsspiel. Ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen, die dann immer so, boah, gar keinen Bock, geh bloß weg mit dem Scheiß und so. Und ich gehöre auf jeden Fall dann auch zu denen, die dann total durchdrehen. So richtig geil ist das alles nicht, aber das ist halt tatsächlich, es bringt ja irgendwas. So traurig es auch ist. Physik unpass, dann Physik pass, hass, dann Physik, so krass ich für, wenn ich hasse ich frag. Und distanziert. Herzlich willkommen zu Nah und Distanziert, der Podcast zu kritischer sozialer Arbeit. Heute können wir euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, denn es ist unser erster Gast outside the bubble, unser erster Besuch außerhalb von Berlin und einer unserer treuen Hörer. Wir haben eingeladen Jonas von der Poliklinik Leipzig. Die Poliklinik Leipzig ist ein solidarisches Gesundheitszentrum mit dem Ziel, das Thema Gesundheit im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu thematisieren und praktizieren. Gemeinsam kämpfen sie für bessere Lebensverhältnisse und wollen dabei einen Raum schaffen für Vernetzung, Austausch, Beratung und eine medizinische Grundversorgung. Sie wollen bereitstellen, was in anderen Gesundheitseinrichtungen zu kurz kommt. Heute reden wir mit Jonas über soziale Arbeit im Kontext von Gesundheit. Wir versuchen herauszufinden, was es mit dieser sogenannten Sozialarbeiterin-Scham auf sich hat und diskutieren zentral, welche Bedeutung und welche Rolle für uns Radikalität und Aktivismus in der sozialen Arbeit hat. Bevor wir aber den Podcast starten, möchten wir nochmal Shoutouts und Props an das Frauenkollektiv Kaffee Kralle geben, weil wir diesen Podcast hier aufnehmen durften und weil wir alle super gerne aus dem Team hier sind und sowieso solltet ihr das wunderbare Kaffee Kralle in Berlin-Wedding besuchen kommen. Viel Spaß mit Jonas, Latifa und Christian bei und distanziert. Ja, Einstiegsfrage. Einstiegsfrage. Wie stehst du zu unserem Jingle? Könnt ihr den nochmal abspielen? Warte kurz. Ja, also vor allem der DJ, der den entwickelt hat, ja. Ist super, ja. Aber hast du tatsächlich den Jingle gerade nicht im Kopf? Ja. Oh, ist der nicht so? Oh, da müssen wir nochmal Rückmeldung geben. Wir machen ja, ja. wollen ja eine zweite Staffel machen. Müssen wir DJ Hornhaut nochmal anfragen, ob da was. Vielleicht muss es noch was Poppigeres werden. Ja. Also, als du gerade so ein bisschen damit angefangen hast, ja, dann kommt Ja. er sofort wieder, aber so ist jetzt nicht dauerhaft präsent in meinem Kopf. Ja, ist ja unser Christian Drosten-Feature, was wir haben. Wir haben irgendwie gedacht, weil DJ Hornhaut hat ein neues Album draußen und wir dachten, wir steigen mit der Frage ein, zu sagen, hey, wie findest du unser Jingle? Weil wir haben dich ja kennengelernt, weil du ja auch quasi unseren Podcast hörst und Ja. ja auch immer so Feedback gibst zu den Social-Media-Sachen, die wir machen. Dann dachten wir, ja, der kennt bestimmt unseren Jingle ziemlich gut. Ich summe ihn eigentlich immer vorm Schlafen gehen, aber ja. Es war mir jetzt im ersten Moment unangenehm, das so direkt zu sagen. Nein, es ist schon ein guter Jingle. Ja, das haben wir schon öfter gehört, dass Leute den Podcast zum Einschlafen hören. Das ist auch ein Kompliment, auf jeden Fall. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache hören. Ja, gut. Möchtest du dich nochmal kurz vorstellen und uns sagen, was ist dein Bezug zur sozialen Arbeit? Wir fragen das ja immer gerne ganz gerne ab. Und wie bist du da hingekommen und was ist speziell dein Bezug auch zu Gesundheit, was ja auch irgendwie so eine Rolle spielt für die Poliklinik, in der du arbeitest? Ja, genau, ich bin Jonas und wie ich ursprünglich zur sozialen Arbeit gekommen bin, ich frage mich auch mal wieder. Ich habe schon sehr. Schon vor Jahren angefangen, das zu studieren und ein bisschen länger gebraucht und war, glaube ich, zwischendurch zweimal davor, dieses Studium einfach abzubrechen.
sein zu lassen. So, ich bin jetzt nicht der vom ersten Semester an straight überzeugt von diesem Studiengang gewesen. Und genau, ich glaube, dass tatsächlich durch so dann irgendwann so diesen Bezug zum Thema Gesundheit und das Projekt, was sich daraus entwickelt hat, dann eigentlich eher so die Motivation wiederkam, das mal weiterzumachen. Das war aber ziemlicher Zufall. Eine ehemalige Mitbewohnerin war schon vorher in der Poliklinik aktiv und hat irgendwie so mich lange angeworben und irgendwann bin ich dann freiwillig zum Plenum mitgekommen und fand Gesundheit immer so, ach ja, ne, Gesundheit. Ich habe eigentlich keinen Bock auf Sport und irgendwie manchmal finde ich Fast Food richtig geil und habe überhaupt keinen Bock, irgendwie diese Smoothie-Kram, mir so mein Leben danach auszurichten, möglichst gesund zu leben. Und genau, habe eigentlich erst so in der Beschäftigung mit dem Thema angefangen, so zu verstehen, was das eigentlich heißt und was für eine große Dimension das hat. Und wie sehr sich eigentlich das Thema Gesundheit so eignet, um verschiedene soziale Probleme eigentlich von einem gemeinsamen oder von einem Startpunkt aus anzugehen. Und du arbeitest ja in der Poliklinik Leipzig, genau. Und kannst du kurz sagen, was du da machst und wie deine Arbeit so aussieht? Wir haben im Januar haben wir eröffnet und sind gerade so sehr, oder waren jetzt das letzte Jahr damit eigentlich beschäftigt, so im Stadtteil so ein bisschen anzukommen und da irgendwie einzurichten. Und ich mache so viel Öffentlichkeitsarbeit bei uns. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Ich bin bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerken, den ganzen Spaß. Zusätzlich haben wir bei uns ein medizinisches Angebot, ein psychologisches und sind jetzt gerade dabei, ein neues Soziales zu entwickeln. Genau, und da bin ich dann quasi auch so in meiner Rolle als Sozialarbeiter, bin ich eigentlich nur in einem Teil bei uns im Kollektiv so wirklich drin. Und den Rest ist irgendwie, hat eigentlich jetzt noch nicht so viel mit unbedingt der Ausbildung zu tun. Was ist das so? Kann ich kurz zwischenfragen? Was ist das für ein Stadtteil? Wir kommen ja nicht aus Leipzig. Leipzig-Schönefeld ist im Leipziger Osten und ist so sehr nah der vielleicht noch außerhalb von Leipzig bekannten Eisenbahnstraße. Es gibt regelmäßig fürchterliche Dokus von Focus oder Ähnlichem, die gefährlichste Straße der Welt da irgendwie herbeifantasieren. Und Schönefeld ist so nördlich davon und abgetrennt. Ist das so ein bisschen so eine Insel fast? Es ist abgetrennt durch Straßen, durch Zugschienen, ein Park, Gewerbegebiet und mittendrin ist so eine Mischung aus viel Plattenbau und Gründerzeithäusern. Und das ist so eine Mischung eigentlich daraus. Und genau, ist relativ innenstadtnah und genau, gehört gleichzeitig zu den Vierteln, die noch nicht so weit gentrifiziert sind und wo die Mieten noch nicht so hoch sind, das kommt auch langsam da an, aber genau, relativ hoher SozialhilfeempfängerInnenanteil, relativ hohe Jugendarmutsquote für Leipzig, ein relativ hoher Migrationsanteil, so verschiedene Aspekte, die irgendwie so dem Stadtteil nochmal gebündelt sind, hoher AfD-Anteil auch noch dazu, genau so. Und wie habt ihr eigentlich als Gruppe entschieden, euch den Stadtteil auszusuchen? Also es gibt mehrere Stadtteile in Leipzig, die wir so zur Auswahl hatten, wo wir irgendwie starten und haben uns halt angeguckt, wo gibt's irgendwie welche, also wo sind nochmal verschiedene Probleme vielleicht gebündelter als in anderen, wo gibt's aber gleichzeitig schon auch irgendwie so eine soziale Trägerinfrastruktur, dass wir da nicht irgendwie völlig als so Pioniere irgendwie reingehen, sondern direkt irgendwie ein Netzwerk haben, das wir anknüpfen können und wo kennen wir uns zumindest so als, oder ein paar Leute aus der Gruppe sich ein bisschen aus und dann fiel letztendlich die Wahl irgendwie auf Schönefeld. Und gleichzeitig war auch noch der Punkt, wir mussten auch irgendwie so Räume finden. Und dann so ein bisschen so, okay, wir haben so in zwei Stadtteilen nach Räumen geguckt und dann gab es in Schönefeld die Räume. Ich glaube, für mich zum Verständnis wäre vielleicht nochmal wichtig, wenn du nochmal erklärst, wie die Struktur der Poliklinik funktioniert. Und vor allem so, weil es ist ja, der Sektor ist ja so ein bisschen sehr in diese Gesundheitsfürsorge und die soziale Arbeit. Vielleicht kannst du nochmal klären, wie ihr so organigrammmäßig funktionieren wollt oder so. Weil ich glaube, dann wird es zum Zuhören nochmal, glaube ich, weil wir haben uns ja ein bisschen mit beschäftigt. Wir verstehen es, glaube ich, ganz gut. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu unklar wird, wie das funktioniert, dieses nebenher Existieren der verschiedenen Berufsgruppen. Das ist gar kein, also so eine abgeschlossene Antwort kann ich dir darauf gar nicht geben, weil das ist so, ne, wir sind jetzt dadurch, dass es das irgendwie auf eine Art, ja, ich finde es immer so absurd zu sagen, es ist so einzigartig, aber irgendwie ist es so, wir sind ja nicht alleine, es gibt noch ein paar andere Städte und wir erproben es alle gemeinsam, aber es gibt darauf keine abschließende Antwort, aber
Also es läuft letztendlich darauf hinaus, dass man sich schon so vorstellen kann wie eine klassische Allgemeinmedizinpraxis. Die ist aber halt nicht völlig losgekoppelt irgendwo, sondern findet sich in einem Zentrum, wo in der Nachbartür irgendwie eine Psychologin sitzt und daneben irgendwie die soziale Arbeit. Und man sowohl dadurch die Zusammenarbeit zwischen den Professionen einfacher wird, aber genau auch die Wege für mich als Person, die das irgendwie in Anspruch nehmen möchte, viel kürzer sind und ich das viel einfacher machen kann. Und gleichzeitig soll in diesem Zentrum dann ja noch ein Raum dafür da sein, irgendwie als Nachbarschaftstreffpunkt und nicht als so ein cleanes, ja, also ich meine, diese cleanen Ärztehäuser gibt's, kennt man irgendwie, aber genau da, das wollen wir eben nicht sein, sondern auch gleichzeitig irgendwie einen Raum einfach öffnen und gucken, als genau als Treffpunkt dienen, gucken, was irgendwie Menschen aus dem Stadtteil da noch mit reinbringen wollen. Ja, und dazu gibt es dann noch so lauter Arbeitsgruppen, die sich irgendwie dann mit den ganzen Sachen beschäftigen, die so die Struktur am Laufen halten und ständig irgendwie neue Angebote entwickeln und Nachbarschaftsbefragungen und an Demos teilnehmen und ja. Ich habe mich gerade gefragt, ihr habt ja schon Räumlichkeiten, du hast ja auch quasi schon erzählt, welche Angebote ihr habt. Was braucht ihr denn eigentlich, um halt dieses Konzept der Poliklinik richtig gut umsetzen zu können? Das ist, glaube ich, sehr breit gestaffelt. Gerade brauchen wir vor allem Menschen, oder sind wir auch hauptsächlich Menschen, die das Ganze unbezahlt machen. Also so, das ist so der Großteil der Arbeit und Angebote bei uns, wird nicht bezahlt. Was schon auch ein Ziel ist, da rauszukommen, wo man sich dann irgendwie, genau, wo sich dann die große Frage stellt, wie will man das eigentlich finanzieren? Naja, das große Konzept, was uns ja so vorschwebt, rechtlich nicht umsetzbar ist. Also es gibt in Deutschland keine Rechtsstruktur, keine Vereins, wie auch immer, GmbH-Struktur, die das so erlaubt eigentlich. Oder genau, weil die Medizin darauf besteht, nur von MedizinerInnen geleitet und geführt zu werden. Und das auch nicht von Einzelpersonen lösbar ist. Also am Ende ein behandelnder Arzt muss immer irgendwie mit seinem kompletten Namen und seinem Privatvermögen eigentlich dafür, also als niedergelassener in Krankenhäusern ist ja was anderes, aber so, du stehst ja mal als Privatperson, bist privat dafür haftbar und kannst es nicht irgendwie in Vereinsstrukturen, in der es rechtlich in gemeinnützige Vereinsstrukturen irgendwie übertragen gerade. Und habt ihr schon eine Idee, wie ihr das quasi finanzieren wollt, das Projekt Poliklinik? Das ist so eine, ja, Ideen haben wir. Wir sind auch so langsam dabei. Oder genau, wir haben ja schon Geld, sonst hätten wir keine Räume zahlen können. Und ist so eine wilde Mischfinanzierung zwischen, also aktuell zwischen irgendwie Geldern von einer Stiftung, privaten Spenden, ein paar Fördermitgliedern und dann irgendwie so Preis, also so. So Preisgelder, wo man sich irgendwie bewirbt und dann im Internet Werbung macht und dann kriegt man am Ende nochmal einen Tausender dafür. Genau, und ich glaube, es wird letztendlich auch immer auf eine Mischfinanzierung hinauslaufen. Also wenn es letztendlich irgendwann mal eine allgemeinmedizinische Praxis, was ja das Ziel ist, so gibt oder auch irgendwie eine Psychotherapiepraxis, das trägt sich hauptsächlich tatsächlich einfach selber, dass Menschen mit ihrer Krankenkassenkarte da bezahlen oder die Krankenkassen das bezahlen. Wäre jetzt auch der perfekte Moment, um Aufruf zu machen. Spendet alle für uns, werdet Fördermitglied. Ja, wir starten wahrscheinlich im Dezember. Im Dezember starten wir so eine schöne Fördermitgliederkampagne. Mhm. Cool. Ja, du hattest ja auch schon das angesprochen mit den MedizinerInnen und diesen Professionsding von, was da für Bedingungen irgendwie auch geknüpft sind. Und ihr arbeitet ja in einem interprofessionellen Team zusammen. Und wir haben uns halt gefragt, okay, wie geht das, wie funktioniert das mit der Profession der sozialen Arbeit? Das ist ja etwas, was jetzt so in den letzten Jahren nochmal immer stärker auch irgendwie versucht wird zu verbreiten und darauf zu pochen. Und hatten wir ja auch in ein paar anderen Folgen über das Triple-Mandat oder was auch immer. Und wir haben uns halt gefragt, okay, was für Herausforderungen kann das irgendwie darstellen, gerade wenn man halt so von einer bestimmten Profession aus reinspricht und auch mit einem klaren politischen Statement und einer Forderung und wie das dann ist mit anderen, die halt irgendwie eine andere Profession sozusagen unterstützen oder auch halt nicht so ein Bewusstsein auch für die Profession der sozialen Arbeit zum Beispiel haben. Na, ich glaube, bei uns ist es, läuft es aus allen Professionen, aber genau, das ist vielleicht so nochmal, bei uns sind ja auch noch mehr Leute, die nicht irgendwie Medizin, Psychologie, wir haben noch eine Ergotherapeutin, Juristen, Menschen, die irgendwie so gar keine klassischen Gesundheitsberufe irgendwie haben, also ein paar Leute, die Geografie studieren, ne? Das ist nochmal so ein bisschen breiter, aber ich glaube, dadurch macht es das ein bisschen einfacher. Mhm.
Und trotzdem ist es natürlich so ein gegenseitiges dafür werben, irgendwie, der ja aus seiner Profession so ein bisschen verstanden zu werden und das gar nicht so gegeneinander zu stellen, aber immer irgendwie mitzudenken. Und ich glaube, da sind wir irgendwie noch auch sehr, ja, sehr am Anfang, ne? Also wenn wir alle irgendwie aus unseren jahrelangen Studiengängen rauskommen, dauert das und denen uns ja allen, und ich glaube in Medizin und Psychologie noch mal ein bisschen mehr, ist auch ein bisschen Unterstellung, ne? Aber also ich meine, überall wird einem ja auch mal eingetrichtert, wie wichtig jetzt die eigene Profession ist. Und es stimmt ja auch, jetzt so einen, sich so selber runterzureden, ist irgendwie auch nicht sinnvoll. Aber genau, ich glaube, dadurch muss man dann erstmal neu lernen zu sagen, okay, wir sind, wenn wir an einem bestimmten, also mit einer bestimmten Person arbeiten, sind wir alle irgendwie erstmal auf dem gleichen Level wichtig und müssen dann gemeinsam mit der Person entscheiden, was aber dann vielleicht in dem Moment wichtiger ist. Ob dann irgendwie eher so die Medizin oder die soziale Arbeit so ein bisschen die Hauptverantwortung in dem Fall übernimmt und zu den, ja, je nachdem, glaube ich, ist so ein bisschen so eine Abwägung, wo ist quasi die meiste Arbeit oder aus welcher Ecke ist so ein bisschen die meiste Arbeit vonnöten. Ich glaube, bei uns in der Gruppe funktioniert das ja relativ gut. So viel sind wir dann auch nicht irgendwie mit 15, 20 Leuten. Das kann man da irgendwie ganz gut ausdiskutieren und irgendwie immer wieder drüber reden. Ich glaube, es ist eher so der, wenn man nicht in der glücklichen Position wie wir ist, innerhalb von einem Kollektiv zu arbeiten, wo ja auch alle dazu bereit sind, irgendwie eigene Privilegien mal ein bisschen runterzuschrauben und irgendwie auf sowohl was Verantwortung, aber auch ja, was letztendlich das Gehalt betrifft, irgendwie so ein bisschen zu verzichten und dafür anderen was zu ermöglichen, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich jetzt als, weiß ich nicht, Sozialarbeiter im Krankenhaus arbeite oder so und da irgendwie mit dem 60-jährigen Oberarzt konfrontiert bin. So, ich glaube, da wären nochmal so ganz andere Aushandlungsprozesse notwendig. Ja. Mir fällt ja spontan irgendwie eine Frage zu ein. Also gerade wenn ihr diese unterschiedlichen auch so psychosozialen Angebote habt, inwieweit da auch so dann irgendwie eine, also es gibt dann ja gar nicht so richtig diesen Schutz der Anonymität, oder? Also wenn du dann halt irgendwie bei einer Suchtberatung oder Psychotherapie bist und das ja auch irgendwie auch ein Step ist, da überhaupt das Angebot irgendwie zu nutzen, und dann ist das ein Raum oder ein Haus, wo halt alles Mögliche irgendwie auch stattfindet und dann auch irgendwie deine NachbarInnen abhängt. Und also so natürlich in der Idealvorstellung muss man sich davor nicht schämen, so, ja. Aber es ist halt irgendwie real existent. Ist das, also war das schon so ein Thema bei euch? Also dadurch, dass bei uns bisher noch keine Behandlungen oder Therapien stattfinden, ist es so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen abgemildert. Aber es ist schon so, dass wenn jetzt, also zu den Beratungszeiten, in psychosozialen Beratungen findet jetzt nicht vorne einfach irgendwie großes Kaffeekuchen, Film gucken, die ganze Nachbarschaft ist eingeladen statt, so, sondern es ist halt, genau, ist der Raum in dem Moment ungenutzt und findet vielleicht in einer Stunde Pause, findet danach oder davor irgendwas statt. So dass so schon dieser Bereich irgendwie so ein bisschen voneinander getrennt ist. Und genau, ich glaube, wenn umso mehr Angebote da irgendwie drin sind, dann muss man halt irgendwie sich nochmal überlegen, wie man beides irgendwie gut umsetzen kann. Man möchte nicht immer beobachtet werden. Und es muss ja noch nicht mal so Sachen wie Therapie sein. So, ne? Ich muss jetzt auch nicht mal die gesamte Nachbarschaft wissen, wann ich immer, wie häufig ich zu meiner Hausärztin gehe oder so. Und gleichzeitig ist das, was du meinst, ne? Also so ein bisschen so den Punkt rauszubringen und zu sagen, okay, ne, vieles davon ist irgendwie so ein super krasses Tabu, dass ich irgendwie Beratung in Anspruch nehme. Vielleicht macht es auch einfacher, dahin zu gehen, wenn man erst dreimal Kaffee trinken war und dann aus so einem eher lockeren Ding heraus merkt, ah, hier kann ich auch noch mich mit solchen Problemen beschäftigen. Ich finde ganz interessant, du hast ja in deiner Bachelorarbeit, gibt es ja den Satz, die soziale Arbeit muss aus dem Schatten, aus dem Schatten der Medizin und der Psychologie heraustreten. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, um jetzt mal so Real Talk zu machen, zu sagen, ihr sitzt ja trotzdem in einem Plenum zusammen und ihr habt die Gruppen und alle haben ihre Profession im Hintergrund. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du die soziale Arbeit, dass du da deine Themen gut sichtbar machen kannst? Und hast du das Gefühl, dass ihr trotzdem gut kritisch reflektieren könnt, in welchen Verhältnissen ihr so auch so zueinander steht? Also bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, erstens bin ich auch nicht der einzige Sozialarbeiter bei uns. Und es ist auch, also so, ne, ich glaube, ist das, was ich eben meinte, bei uns in der Gruppe ist das Verständnis und die Idee daher schon sehr groß da, sonst würden wir uns nicht alle irgendwie so unter diesem Label zusammenfinden oder irgendwie so diesen ganzheitlichen, allumfassenden Gesundheitsansatz irgendwie verfolgen wollen. Und da wissen alle Professionen oder Professionsangehörigen, dass sie ohne die anderen nicht weiterkommen. So, und es ist eher spannend, wenn man so aus unserer Gruppe rausgeht und sich auf so größere dann irgendwie, am besten sind die Treffen von irgendwelchen MedizinerInnen, die ganze Zeit vorne stehen und sagen, oh, wir müssen mal außerhalb der Medizin denken. Und ich denke mir so,
Ja, ich verstehe aber nicht, worüber ihr redet, weil es seine Sprache ist, die ich irgendwie kaum so, also mittlerweile, umso mehr man mit denen rumhängt, umso mehr Wörter kennt man dann irgendwann, aber so, okay, ihr wollt aus der Medizin raus, dann, okay, dann, ich bin hier, aber wie komme ich jetzt da rein, so? Ja. Genau, ich glaube, das ist so, also umso größer die Zusammenhänge, umso komplexer ist es. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, sind dann natürlich so die finanziellen Geschichten, die, also was dann so, bei uns irgendwann ist ja das lang ersehnte Ziel ist ja tatsächlich irgendwann einheitliche Löhne zu haben, wo dann die Ärzte und Ärztinnen genauso viel verdienen wie auch einfach die Pflegekräfte, also schon mal nur allein im medizinischen Bereich, das ist so, ne, dann das so komplett, aber ich glaube, das ist ein weiter Weg. Aber so die Bereitschaft dafür ist ja da, ne, also so ist jetzt, ja, bei uns ist das eigentlich ganz, sind da alle so ganz offen für. Ich glaube, genau, in meiner BA musste ich auch diesen pathetischen Satz irgendwie unbedingt unterbringen. Genau, ich glaube, da bezieht es ja auf jeden Fall nochmal auf so einen deutlich größeren Punkt, als jetzt irgendwie das bei uns der Fall ist. Ich finde, es passt irgendwie ganz gut zu der nächsten Frage auch. Erweitert das nochmal das Feld, aber was ja auch auf jeden Fall zusammenhängt, nämlich dass das Aktivismus versus Profession, soziale Arbeit. Wir haben da ja auch auf Twitter und Instagram auch so gefragt, okay, trennt ihr euren Aktivismus von eurer lohnarbeiterischen Praxis in der Sozialarbeit? Das war natürlich auch so sehr unkonkret irgendwie. Manche Leute haben da auch so diskutiert, okay, was meint ihr jetzt genau damit? Andere haben direkt verstanden, was wir damit meinten. Wir wussten auch nicht so genau, was wir damit meinten, weil... Aber manche haben es trotzdem verstanden. Manche haben es trotzdem verstanden. Irgendwas ist passiert, auf jeden Fall. Genau, und wir kennen das ja auch so von als selbst irgendwie aktivistisch aktiv zu sein und dann aber auch Friends, die auch zum Teil, also ein Bekannter von mir, der gesagt hat, so, nee, mache ich nicht und soziale Arbeit ist, also ich gehe, das ist meine Lohnarbeit so, ich bin dann in einem betreuten Wohnen, ich mache meine Arbeit, natürlich bin ich irgendwie klar parteilich für die Person, die da wohnt, aber mein Aktivismus findet außerhalb statt, weil ich nicht so abhängig von diesen Lohnarbeitsverhältnissen sein möchte. Und da haben wir uns halt so gefragt, okay, kann soziale Arbeit überhaupt nur Lohnarbeit sein einmal? Und was für ein Widerspruch wird da aufgemacht, dass halt so unterschieden wird zwischen Aktivismus und sozialer Arbeit? Ich würde ja fast behaupten, man kann auch soziale Arbeit nur als Lohnarbeit begreifen, aber dann ist man innerhalb dessen trotzdem politisch aktiv. Hm. Also so, ich muss, glaube ich, gar nicht unbedingt irgendeinen politischen Aktivismus, also so, vielleicht müssen wir vor irgendwann mal Aktivismus definieren, damit wir wissen, worüber wir reden. Aber ich denke so ein bisschen so daran, ich kann mich auch jetzt irgendwie, um bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie als Sozialarbeiter in einer betreuten WG irgendwie einfach da meiner Lohnarbeit nachgehen und irgendwie trotzdem in dem Professionsverständnis auf einem politischen Level für Verbesserungen kämpfen oder ja, dafür arbeiten. Und ich mache das dann vielleicht, indem ich halt irgendwie mit dem Jugendamt diskutiere und irgendwie so ein bisschen mit den Fördergeldern irgendwie da. Und dann gehe ich auch mal irgendwie auf die immer zur Haushaltsverabschiedung stattfindende Demo der SozialarbeiterInnen vor das Rathaus und sage, nee, wir wollen mehr Geld. Es ist eher irgendwie auch eine Form von politischem Eintreten, ne? Aber ich glaube, es ist halt schnell die Grenze erreicht oder ich versuche das halt nur irgendwie unter dem Label meines Trägers irgendwie zu sagen, hey ja, wir hätten gerne ein paar Verbesserungen. Das funktioniert, glaube ich, aber oder ich glaube, das funktioniert für manche Menschen. Ne? Ich glaube, es ist so, kommt dann schnell die Frage rein, was will ich eigentlich irgendwie, was für eine Welt stelle ich mir eigentlich vor? Und dann kommt man, glaube ich, je nachdem, was man sich da so vorstellt, kommt man, glaube ich, häufig zum Schluss, das funktioniert nicht nur mit sozialer Arbeit. Aber kommen wir nochmal zu dir, wie stellst du dich denn vor? Also der Anlass war ja, du hast uns ja geschrieben, hast ja auch gesagt, die soziale Arbeit sollte deutlich politischer und offensiver auftreten. Dann haben wir uns natürlich auch erstmal gefragt, wie du dir die soziale Arbeit so für dich denn halt vorstellst. Es ist eine gute Frage. ich finde es allein schon dass es sich gerade meint, ich habe das Gefühl, allein das findet ja schon nicht statt. Also es ist irgendwie in einem Großteil der sozialen Träger arbeiten Menschen, die nicht irgendwie, die noch nicht mal irgendwie auf dem Level politisch aktiv sind, die noch nicht mal irgendwie der Stadt gegenüber irgendwie mal ein bisschen aufmucken und sagen, ey Leute, so geht das nicht. Oder irgendwie so allein in diesem Feld politisch unterwegs sind. Und manchmal ist dahingehend so soziale Arbeit so ein bisschen so eine Karikatur ihrer selbst. Also so,
wir als SozialarbeiterInnen wollen immer irgendwie Menschen organisieren und zusammenbringen und so weiter. Und letztendlich sitzt irgendwie der Großteil von den Leuten vereinzelt allein in irgendeinem Büro und versucht das und irgendwie ist nicht organisiert. Die eigenen Arbeitsbedingungen werden immer schlechter. Und ich denke ein bisschen so, also wir kriegen es doch nicht mal auf die Reihe, uns selber irgendwie zu organisieren und irgendwie für unsere Profession schon mal so den Professionsanspruch umzusetzen. Dann kommt irgendwie die Stadt und sagt von oben irgendwie so, ja, mach mal bitte ein partizipatives Projekt. Und dann denkst du so, ja, wow, also jetzt mache ich hier von mit so einer Top-Down-Order irgendwie ein partizipatives Projekt, das wird super funktionieren. Ja. Deswegen glaube ich, dass wenn schon irgendwie da auf dem Level Träger und SozialarbeiterInnen irgendwie aktiver werden, das wäre schon mal irgendwie, da wäre schon mal irgendwie einiges mit gewonnen. Und gleichzeitig, finde ich, reicht es auch irgendwie dann wieder nicht. Ne? Also so, das ist, glaube ich, ja, das finde ich eine spannende Frage, in welchen Punkten man irgendwie dann so seinen Träger oder auch, was der Träger dazu sagt überhaupt, ne? Und wo man arbeitet, wie weit man irgendwie noch so den, ja, auf die klassischen Aktivismusformen irgendwie geht und sei es dann halt irgendwie Pressemitteilungen schreiben und Demos organisieren oder irgendwie kann es dann ja halt bis zu zivilem Ungehorsam gehen, das finde ich irgendwie, ob man das in seiner Rolle als SozialarbeiterIn mit dem Namensschild vom Träger dran zivilen Ungehorsam leisten möchte, das finde ich auch nochmal so, wie weit kann man da eigentlich gehen, wie weit will man da eigentlich gehen? Ja, das hatten wir auch gefragt, so ein bisschen, so was ist zu radikal für soziale Arbeit und jemand hatte gefragt, meint ihr kontrovers? Also wir kamen dann nicht mehr in die Diskussion so, aber ich fand es interessant, dass dann die Frage kam, meint ihr kontrovers? Und so, nee, es geht schon um radikal, also so, und das kann ja irgendwo anfangen, dass Leute sagen so, nee, das ist zu radikal für meinen Träger, wenn ich irgendwie gender. Also, oder genau, ist es irgendwie Aufruf zum zivilen Ungehorsam? Ja. Ist es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Leuten rechtzeitig informieren, dass sie vor der Abschiebung stehen, was irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine Straftat ist, aber dass man da irgendwie mega viel Stress bekommen kann. Also das sind ja, also das hat ja so eine krasse Bandbreite irgendwie. Ja gerade das, ne? So vor allem wenn du in einer GU arbeitest und du bekommst halt GU? Eine Gemeinschaftsunterkunft, ja, für Geflüchtete in dem Fall. Und du wird irgendwie, während du arbeitest, so eine Abschiebung stattfinden, so was machst du dann? Also sagst du, nee, hier sagt mir jetzt so ein Gericht, sagt ja, das hat alles seine Ordnung und Richtigkeit, wir leben in einem Rechtsstaat, ich mach gar nichts. Versuche ich irgendwie, setze ich mich vor das Polizeiauto und versuche diese Abschiebung tatsächlich irgendwie körperlich aktiv zu blockieren oder irgendwie, was für ein Mittelding gibt's dann noch? Und genau, ich glaube, das finde ich halt so den spannenden Punkt, wenn es dann darum geht, wie weit man aus einer professionellen sozialen Arbeitsposition eigentlich mit so sozialen Bewegungen zusammenarbeitet. Also ich glaube, ich würde mich halt zum Beispiel wahrscheinlich nicht vors Polizeiauto setzen, aber irgendwie, zum Glück arbeite ich in keiner GU und deswegen ist das jetzt auch unproblematisch, das zu sagen. Aber es gibt ja die Option, irgendwie mit Gruppen zusammenzuarbeiten, die genau solche Protestformen organisieren und ich mache mich irgendwie nicht so direkt angreifbar und kann irgendwie weiterhin innerhalb des Systems in dem Fall bleiben, kriegt die Infos halt und vielleicht wird dadurch dann irgendwie eine Abschiebung verhindert. Vielleicht ist es auch nur so sein eigenes Gewissen irgendwie dann schönreden, wenn man weiterhin auf Nummer sicher geht. Diskutiert ihr das in der Polyklinik eigentlich, in der Gruppe? Diese Frage, wie könnt ihr eigentlich irgendwie euch mit sozialen Bewegungen solidarisieren als angehende oder als Institution? Ja, also wir diskutieren das in dem Sinne relativ wenig kontrovers, dass das für uns irgendwie nicht die große, also es ist für uns keine kontroverse Frage, ob wir das irgendwie tun, sondern relativ klar, dass wir das auf jeden Fall tun und deswegen organisieren wir dann ja auch irgendwie die Demos mit und stehen da auch irgendwie unter dem, also steht unser Vereinsname, hängt dann auf Demoplakaten. So, das ist irgendwie nicht, dass das irgendwie eine geheime AG-Struktur bei uns dann auch noch sowas macht, sondern das ist irgendwie, wir als Träger fordern dann auch ganz klar irgendwelche politischen, wir positionieren uns ganz klar und fordern das auch ganz klar. Und bei uns in der Poliklinik trifft sich zum Beispiel auch eine Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe. Das ist so eine Organisierung ist von MieterInnen, die bei Vonovia wohnen. Und ganz klar gerade irgendwie immer mehr anfangen, irgendwie diese systematischen Betriebskostenabrechnungen irgendwie anzukreiden und sich da hingehend zu organisieren. Und die treffen sich bei uns in Räumlichkeiten. Das ist da irgendwie für uns keine große Frage. Aber ich glaube, das ist auch so, das dachte ich gerade, vielleicht ist die Frage eher, von welchem,
Also identifiziere ich mich eher als Sozialarbeiter oder identifiziere ich mich eher nicht als politischer Mensch, der jetzt auch noch soziale Arbeit studiert hat? Und wahrscheinlich ist so, je nachdem, wo man dabei anfängt, kommt man dann wahrscheinlich unterschiedlich schnell an die Frage, wie weit kann ich eigentlich gehen? Ich finde es halt irgendwie interessant, weil du das ja so jetzt gerade gegenübergestellt hast und ich würde jetzt so für mich so sagen, dass ich mich als politischer Mensch identifiziere und natürlich auch die soziale Arbeit als total politisch definiere für mich und da auch jeden Move in der sozialen Arbeit auch politisch sehe und mich dann immer, also diese Fragestellung total irritierend finde, sich darüber nachzudenken, wie weit gehe ich oder wie politisch darf meine Arbeit überhaupt sehen. Ich finde die Fragestellung schon total irritierend. Vor allem, ich finde es auch interessant, also wenn du, als du das jetzt gerade auch aufgebracht hast, habe ich so überlegt, was hat bei mir zuerst angefangen? Also wann fängt man an, ein politischer Mensch auch so zu sein und so ein Selbstverständnis dafür zu haben? Ich war vielleicht nicht so, also ich war irgendwie anders politisch aktiv, noch so vor dem Studium und denke, dass ich so trotzdem ja die soziale Arbeit gewählt habe, weil das mir die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung zu haben und in einem Lohnarbeitsverhältnis zu sein, in dem ich irgendwie was gesellschaftlich verändern kann. Ja. Also es war so, bei mir war es so, Hotelkauffrau zu sein, Ausbildung zu machen oder Flugbegleiterin Ausbildung zu machen damals oder soziale Arbeit zu studieren. Ja. Das war so, ja, ich finde das eine geil, das andere weiß nicht und so. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, weil ich das halt dann umsetzen, also ich kann was machen. So. Ja. Und natürlich könnte ich als Flugbegleiterin auch nebenbei politisch, also das wäre wieder dieses Ding, so ich kann auch als Flugbegleiterin das nur als Lohnarbeit sehen und dann nebenbei irgendwie politisch aktiv sein. Das machen ja auch Leute, aber ich habe mich halt dann für das andere, genau für die Kombination entschieden. So. Ja, bei mir war das halt auch so. Ich habe ja als Jugendlicher, eigentlich so irgendwie so random, hing ich relativ früh in so Jugendhäusern rum und habe dann irgendwie so, war so in der Gründung von so ein, zwei Jugendinitiativen dabei und habe natürlich relativ früh die Erfahrung gemacht, okay, wenn ich da jede Woche in dieses Stadtparlament renne mit irgendwelchen Skateboards oder so und da so rumnerve, dann passiert natürlich schon mal irgendwas. Und habe dann da auch irgendwie gemerkt, okay, wenn ich irgendwie, das ist natürlich total der anstrengende Prozess, so Veränderungen herbeiführen zu wollen, aber ich habe ein bisschen Gefühl, das geht. Und das, glaube ich, war dann auch irgendwie ein Punkt zu sagen, okay, ich will halt in irgendeine Form von sozialen Beruf, weil ich das Gefühl habe, so, das ist total cool, so Leute zu organisieren oder halt Leute zum Organisieren zu bringen oder halt mit Leuten zu arbeiten, damit die verstehen, dass sie Teil von der Gesellschaft sind und da irgendwie eine Wirkmacht haben und diese auch irgendwie erstmal kennen, um sichtbar machen zu können. Das ist so irgendwie dann so meine Motivation auch gewesen. Deshalb ist so diese Frage von so Aktivismus und soziale Arbeit, die gehört für mich halt immer zusammen. So. Und dann ist natürlich, glaube ich, die Frage, wie radikal soll das sein? Oder? Ich dachte, also so, ja klar, das verschwimmt alles super krass miteinander, aber jetzt so, also jetzt vielleicht nicht in einer Podcast-Situation, aber so in irgendeinem, auf irgendeiner, man wird gefragt, oh, was machst du denn eigentlich in deinem Leben auf irgendeiner Party, Person noch nie getroffen? Ja, sage ich nicht als erstes, ich bin Sozialarbeiter. Also so diese so hohe Identifikation mit dieser Profession und diesem Studienfach, das kommt jetzt nicht bei mir an allererster Stelle, dass ich sage, ich bin Sozialarbeiter. Das liegt vielleicht auch an dem allgemeinen gesellschaftlichen Bild von sozialer Arbeit. Aber was ist deine Antwort? Ich würde, also ich lässt sich wahrscheinlich meinen Namen sagen. Naja, okay. Ich würde, glaube ich, eher irgendwie über, also ich würde, glaube ich, schon irgendwie diesen politischen, also so meine politische Identität oder wie man es jetzt im Bausteinsystem dazu nennen will, würde ich schon irgendwie eher vorne an die soziale Arbeit ranstellen als andersrum. Ja, das ist interessant. Das hatten wir ja vorher auch so, dieses SozialarbeiterInnen-Charme, habe ich sie genannt, die halt so viele von uns haben. Und deswegen, also wir sind da ja auch irgendwie so ambivalent, weil wir kennen das auch so, gerade dann immer die kritischen linken Studis, die alle so sagen, ja, Sozialarbeit, das ist so ein Sozialarbeiter. So, das ist halt irgendwie schon fast so eine Beleidigung, obwohl wir selbst SozialarbeiterInnen sind. Und dass wir uns dann auch gefragt haben, so, was ist los mit uns? Wir haben das studiert und wir haben ja eigentlich schon irgendwie, wir wollen ja irgendwie was reißen und es bringt jetzt irgendwie auch nicht die ganze Zeit, das so zu bashen, aber ich kann es halt auch irgendwie voll nachvollziehen, so, ne? Also bei mir war es früher auch immer, also ich kenne das, ich finde es schon interessant, man müsste es mal aufnehmen, wie Leute sagen, was sie machen. Bei mir ist auf jeden Fall auch in der Intonation ist so oft so dieses auf den Boden gucken und so, ja, ich bin Sozialarbeiterin, also dieses so, ja, ich mache nur soziale Arbeit. Und vor allem, oder wenn man bei so irgendwelchen Partys ist und die meisten dann irgendwelche krassen Sachen machen, also das sind diese voll viele Friends von mir, die so Medizin studieren. Und dann kommt irgendjemand Neues rein und dann ist so, ah, seid ihr alles MedizinerInnen? Und ich so, nee, ich bin nur Sozialarbeiterin. Dieses nur vor dem Sozialarbeit-Ding, das ist gesetzt so. Und das hat ja mehrere Komponenten, ne? Warum dieser Charme da ist. So. Ich spreche es mal richtig schnell aus.
Und weißt aber auch, dass keine, dass da nichts mehr kommt. Ich kenne auch die Erfahrung, ja, was man, ja, das ist so, okay. Da ist so Pause, dann ist so, okay. Gespräch zu Ende oder dann rede ich immer über was anderes. Und deshalb fand ich ja die Frage nochmal vorhin deshalb so spannend, wie du quasi in der Gruppe aus der Profession der sozialen Arbeit heraus mit der Sozialarbeiterin-Charm quasi auch so die Themen der sozialen Arbeit quasi im Kollektiv vertrittst. Mhm. Aber wenn du eh sagst, so soziale Arbeit ist nicht das Erste, was ich nenne, musst du sie ja trotzdem irgendwie vertreten und, und hinter der Professur stehen oder halt hinter dem Konstrukt der sozialen Arbeit zu sagen, hey Leute, wir müssen die Gemeinwesenarbeit machen, wir müssen den Stadtteil hier auch irgendwie so im Blick behalten, wir wollen irgendwie einen Kaffee machen, wir müssen irgendwie Beziehungsarbeit mit den Leuten machen, ja. Wir brauchen vielleicht eine Wohnung und so. Finde ich dann schon auch irgendwie wichtig, so an, also so, ja, so brauchst du ja trotzdem dann so den Druck, um deine Themen reinzukriegen. Ja, das auf jeden Fall, ja stimmt, aber genau, ich glaube, das begründe ich dann halt selten mit dem Framing und das sage ich jetzt als Sozialarbeiter, sondern das ist glaube ich so, oder ja, ich glaube, das ist dann tatsächlich aber eher, da verhandelt man dann ja über politische Aspekte im Stadtteil, ne? Also so, dann geht es dann ja irgendwie so, wie ist die Stadtteilstruktur, wie ist dieses und wie jenes und da kommt dann, glaube ich, eher, ich glaube, der Unterschied ist dann eher vielleicht so ein bestimmtes Methodenwissen, was dann irgendwie aus der sozialen Arbeit kommt, was man halt im Medizin- oder Psychologiestudium nicht lernt. Das ist dann, glaube ich, so der Warm-up-Kennenlernspiele. Ihr haltet jetzt erstmal alle die Fresse, wir machen Warm-up. Und alle kriegen Kreppbahn und schreiben Namen drauf. Ja, wesentlich, ja. Naja, aber ich glaube, es sind ja eher so die Punkte, die dann in so einem Zusammenspiel noch mal mehr hervorkommen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt, also diesen Widerspruch kann man ja auch so stehen lassen. Also man sollte wieder über diese Widersprüche reden. Aber ich glaube, das ist auch der essentielle Punkt. Also diese Scham, die ist auch wichtig, auch für die Reflexion sozusagen, um dann darüber zu reden. Also dass man sich nicht 100%, also ich glaube, wenn wir uns alle zu 100% damit identifizieren würden, dann wäre es halt auch falsch. So. Also es kann sich eh ändern, dass wir was anderes irgendwann machen oder dass wir unsere Meinung dazu ändern zu der sozialen Arbeit oder die soziale Arbeit ändert sich, whatever. Aber ich habe so das Gefühl, also, ich glaube, der Identifikationspunkt damit fällt ja so schwer, weil irgendwie so viel Scheiß unter diesem Label läuft, ne? Also von irgendwie dieser, also so sowohl auf dieser theoretischen Ebene von, wir sind jetzt hier dafür da, um diesen ominösen Sozialstaat abzusichern, so, den man irgendwie aus einem politischen Aktivismus aber eigentlich ja irgendwie gerne verändern oder irgendwie ja radikal verändern will. Und gleichzeitig soll ich dann von 9 to 5 irgendwie aber bitte meine Wächterfunktion für Jobcenter erfüllen. Das funktioniert ja, also damit möchte man sich nicht identifizieren. Und ich glaube, das macht wahrscheinlich auch dieses eigen Runtergerede von so einer kritischen linken sozialen Arbeit da. Es ist ja eigentlich auch so ein innerer Identitätskonflikt, wenn man das irgendwie zu lange macht. Also so, ich glaube, wir sind alle noch jung genug, funktioniert das gerade noch irgendwie, aber wenn man jetzt 30 Jahre in so einem System arbeitet und die ganze Zeit eigentlich mit diesen inneren Widersprüchen konfrontiert bist, das lässt sich ja nicht abschalten. So. Also ich sage immer, okay, ich habe jetzt auch noch nie so lange im sozialen Bereich gearbeitet, aber man kennt ja auch gerade die klassischen SozialarbeiterInnen, das kenne ich von Leuten, die da irgendwie in den sozialen Bereich reingehen, das sind dann die Leute, die da so 20 Jahre hocken und ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass das alle solche Leute so sind, aber viele, und das, so würde ich wahrscheinlich auch enden, wenn ich in so einer Struktur drin bin, ich sehe das bei mir, dass ich irgendwann also so zu so einem Gewohnheitstier werde und irgendwann sage, dann kommt jemand Neues rein, sagt so, ey, ich habe Ideen, ich möchte das, lass das machen und ich so, haben wir schon alles probiert, klappt nicht. Habe ich schon öfter gehabt, so. Und also auch so in anderen politischen Kontexten. Man muss dann halt so innehalten und sagen so, nee, stopp, ich habe es probiert, jetzt jemand anderes da, mach's. So, ich supporte dich, wie es geht. Und das sehe ich halt irgendwie voll oft so, auch von Leuten, dass das halt echt, dass man so, gerade wenn man so neu in einem Arbeitsfeld irgendwo reingeht, so voll motiviert ist und so voll gebremst wird von den Leuten, die halt da in diesen Routinen drin sind, so. Und ich habe mich dann gefragt, sollte es nicht sowas, also so, oder mir vorgestellt, dass ich gerne überall nur 5 Jahre arbeiten würde oder so. Ich muss so 5 Jahre und dann muss ich wechseln. Ich muss dann raus in ein neues Feld rein, damit ich nicht einfach so alteingesessen bleibe und dann einfach das alles behindere eigentlich, diese Prozesse sozusagen. Ja, ist praktisch bei nur projektfinanzierter sozialer Arbeit. Zum Teil passiert das automatisch, dass du dann wechseln musst. Also wird die soziale Arbeit mit Projektfinanzierung viel radikaler.
Ich finde, dabei ist die Frage halt, über wie weit kann man, also so, wie weit ist es eigentlich diesem sozialen Arbeitssystem dann irgendwie geschuldet, ne? Und wie weit kommen wir da irgendwie eigentlich, wenn wir das machen? Und wie weit kommen wir, so, die Frage stelle ich mir, ich finde immer so, bei uns ist es so eine, also ich komme ja gerade irgendwie aus einer relativ glücklichen Position heraus, in diesem Kollektiv irgendwie mit anderen auch noch Kollektiven bundesweit unterwegs zu sein, so, ne, wo sich auf jeden Fall die Frage nicht stellt, was sagt irgendwie der Träger dazu, so, das ist irgendwie raus, und trotzdem denke ich bei uns das auch immer, ne, wie weit kommen wir eigentlich mit so einem Konzept und wie weit, wann sind so die Systemhürden drumherum, wann kommt die Finanzierungsbremse, wann kommt dieses, wann kommt jenes, so, und wie weit kann man eigentlich tatsächlich aus so einem institutionellen Rahmen heraus dann, ja, gesellschaftliche Veränderungen bewegen oder in Gang setzen? Oder wäre es nicht doch eigentlich eher so die italienisch-griechische Variante, die richtige, wo man einfach Häuser besetzt und sich da reinsetzt und da eine Arztpraxis aufmacht? Also so, in Italien gibt es ja auch diese sozialen Zentren mit angedockter Gesundheitsversorgung, aber die kommen nicht auf die Idee, einen Verein zu gründen und irgendwie Fördermittel bei der Stadt zu beantragen. Die haben dann nochmal einen ganz anderen, also nochmal einen anderen Weg, und also das ist dann auch nochmal aus einer bestimmten gesellschaftlichen Situation heraus, ne? Oder so die ganzen solidarischen Praxen und Kliniken in Griechenland, die sich so in dem Zuge von der 2008-Krise, denen blieb nichts anderes übrig, auf eine gewisse Art und Weise, wenn sie irgendwie Gesundheitsversorgung sicherstellen wollen. In Deutschland gründen wir eingetragene Vereine und kriegen vom Verein Finanzamt die Gemeinnützigkeit. Das ist so, ne? Das ist ein bisschen so. Wenn du dich gut anstellst. Ja. Noch schick anziehen, ne, dazu. Genau. Und lächeln. Ich frage mich halt gerade im Zuge dessen, wie wegen der Scham, was muss eigentlich passieren, dass du dich mehr zur sozialen Arbeit positionierst? Weil ich mich halt gerade frage, ob dieses Gefühl der Profession gegenüber auch gleichzeitig die Hemmung ist, sich als Gruppe zu organisieren, auch um die eigenen Arbeitsbedingungen zu verbessern. Weil ich habe immer das Gefühl, wir reden ja relativ viel über so, wir wollen das und das verändern, aber wir wollen uns dann halt so, okay, die Person ist von Abschiebung betroffen, wir legen da alles rein und verbrennen uns an so Sachen. Aber wir beschäftigen uns so krass wenig, glaube ich, mit dem Feld der sozialen Arbeit. Wie sitzen wir eigentlich da drin und wie sehen die Arbeitsbedingungen aus? Wie sieht unser Herrschaftssystem aus? Wo sind wir da eigentlich drin? Welche Probleme haben wir eigentlich? Weil wir auch immer damit auch beschäftigt sind, per dem Auftrag der sozialen Arbeit, sich ja auch mit Menschen auseinanderzusetzen. Aber wieso funktioniert die Organisierung da nicht? Und ich frage mich halt, ob das Spannungsfeld ist, zu sagen, ja, ich würde niemals sagen, Sozialarbeiter bin als erstes. Und dann kann es ja auch gleichzeitig bedeuten, okay, meine Motivation, mich hier gewerkschaftlich oder dies, das zu organisieren und zu sagen, hey Leute, fucking prekär, was hier abläuft. Wie soll ich meine Arbeit eigentlich machen? Was denkt ihr eigentlich? Überspringen wir einfach die Frage. Ich weiß es auch nicht. Nein, aber ja, das ist, glaube ich, so dieser Anfang oder der so, also das muss halt irgendwie, okay, wie kann man es lösen, weiß man nicht. Aber dieses, also ich frage mich jetzt auch so, ne? Also ich meine, wir haben wirklich so ein krasses Potenzial. Also deswegen stellen wir auch diese Frage, trennt ihr Aktivismus von sozialer Arbeit? Da war für uns im Kopf halt klar, was für eine Art von Aktivismus wir meinen. So andere Leute haben das halt nicht gecheckt, meinten so, definiert das mal mehr. Aber das ist ja für viele Leute, ist das anknüpfungsfähig, weil halt mega viele Leute irgendwie politisch aktiv sind in der sozialen Arbeit. So, das ist diese Motivation, die so von uns beiden war, kommt ja auch von vielen Leuten oder so von uns dreien. Ne? Und gleichzeitig ist vielleicht ein Anfang. Es muss einfach angekurbelt werden. Leute, wir müssen uns organisieren. Nee, ich glaube, es ist ja so ein, also eigentlich finde ich es gar nicht so, oder es gibt die eine überraschende Komponente, aber ne, ich glaube, es ist ja in vielen Arbeitsbereichen, wo Menschen prekär beschäftigt sind, sind das jetzt nicht die höchsten Gewerkschaft-Organisierungszahlen überhaupt so, ne? Also das ist ja irgendwie in den ganzen prekär beschäftigten Bereichen, muss die Gewerkschaft erstmal ordentlich Arbeit leisten, um da irgendwie eine Organisierung zu bekommen. Und irgendwie nur, weil wir im Studium mal drei Texte dazu gelesen haben und das eigentlich besser wissen sollten, auch so einem Ausbildungsding, heißt das irgendwie, glaube ich, noch lange nicht, dass wir das selber dann umsetzen können. Und dann ist ja tatsächlich der Punkt, ne? Viele soziale Träger sind zu klein für Betriebsräte. Ich weiß gar nicht, ob man in kirchlichen das, weiß gar nicht, gibt es in kirchlichen Trägern Betriebsräte? Da gibt es irgendwas anderes oder so, ne? Ich glaube, da gibt es irgendwas anderes. So, also so, ne? So ein bisschen die Trägerstrukturen, die jetzt auch nicht dazu einladen.
Und dann, ich habe so ein, ich sag jetzt nicht wo, aber mal ein Praktikum gemacht, da gab es halt irgendwie, gab es halt eine, ich glaube, da fallen allen ganz viele Sachen ein. Aber ja, nur ist dann so, ja, ja. Letztendlich war es ein Verein und da waren halt mehrere Leute angestellt und der Geschäftsführer, der Chef sozusagen, der Chefsozialarbeiter, war aber letztendlich auch nur angestellt. Das heißt, bei einer Betriebsratsgründung hätte der leitende Chef mit im Betriebsrat gesessen, weil die Arbeitgeber sind der Verein. Also wie willst du denn dadurch als irgendwie angestellte Person jetzt irgendwie in Arbeitskämpfen auseinandersetzen? So, wenn dann, also so, ne, ich glaube, da gibt es ein paar einfach so systemische Hürden und dann ist ja immer so das Ding, wir haben ja keine Zeit, ne? Wir müssen uns ja irgendwie um die ganze Welt kümmern und um die Menschen kümmern und um uns kümmern wir uns, weiß ich nicht, wann. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen doch die Haltung, die da viel dann dazu führt. Voll. Wir halten das schon aus. Aber das finde ich halt auch interessant, das hatten wir nämlich auch im Vorgespräch, vor allem, also wieder in der Verbindung mit Aktivismus und politischer Arbeit, wenn halt so, wenn es gerade dann so NGOs sind oder so politische Träger, die auch so irgendwie aus einer Bewegung, irgendwie sozialen Bewegungen entstanden sind, dass es da halt dann nochmal, also haben wir auch von Leuten gehört, dann halt nochmal schwieriger wird, also noch schwieriger wird, so um für die eigenen Arbeitsbedingungen zu kämpfen, weil da ist es halt nicht irgendwie der große... Die katholische Kirche, gegen die du da ankämpfst, sondern halt irgendwie das, was gegen das, was, ja, also es ist schwierig, ne? Aber das ist ja auch interessant natürlich bei euch dann halt beim, okay, ihr arbeitet ja auch dann prekär, ne? Ja. Ja. Ciao. Nee, bei uns kommt ja nochmal so eine ganz andere Ebene dann mit rein, die wir irgendwie, wo von uns ja auch niemand Erfahrung hat. Und ich weiß noch nicht, ob das zum Beispiel irgendwie, wie gut das der sozialen Arbeit im Breiten tun würde, so halt so kollektiv, also ne, Kollektivbetriebe haben ja nochmal eine ganz eigene eigentlich Struktur und es gibt so ein paar irgendwie Posten, die muss man halt im deutschen Rechtssystem besetzen, da gibt es dann halt Vorstandsmitglieder, aber die sind sogar nach Vereinssatzung, haben die eigentlich kaum selber was zu entscheiden, so das kriegt man irgendwie ganz gut hin. Und dann hat man halt so Kollektivbetriebe, wo man wieder ganz anders anfängt, Dinge auszuhandeln und ja, da fehlt dann der Chef, gegen den man protestieren kann, wenn die eigenen Arbeitsbedingungen einem nicht gefallen. Das muss man irgendwie anders aushandeln. Genau, ich glaube vor allem, dass die meisten Kollektivbetriebe, das ist uns so aufgefallen in unserer Beschäftigung, eher so klassische Produktionsbetriebe sind, die halt irgendwie eine Ware herstellen, wo irgendwie eine Aufgabenverteilung nochmal eine andere ist, wo du irgendwie, ja, klare Arbeitszeiten, Schichtzeiten hast und am Ende hast du ein Produkt und es gibt halt irgendwie eine Kollektivierung des, ja, des Geldes, des Umsatzes damit und es ist bei uns ja nochmal was anderes. Ich weiß nicht, ob das eine, weiß nicht, was passiert, wenn es mehr kollektive soziale Träger gibt. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, also ich arbeite ja vor allen Dingen eher in so Projekten und hatte jetzt irgendwie vor kurzem so einen zweiwöchigen Workshop und es war nämlich ganz interessant, da irgendwie, wir hatten natürlich das Glück, dass wir die Projektleitung gut kennen. Und wir haben uns dann nach dem Workshop zusammengesetzt und haben relativ lange über die Arbeitsstunden gesprochen. Weil du wirst ja im Projekt, gibt es ja immer nur diese Präsenzzeiten, die so bezahlt werden. Ja. Du machst dann halt hier, gibst die Leute, mit denen macht ihr so einen Filmworkshop. Und dann war sie dann irgendwann so, ey, sagt mal jetzt wirklich, wie viele Stunden ihr gearbeitet habt. Und dann saßen wir halt alle zusammen und haben wir so, okay, wir haben Vorbereitungstreffen, 2 Stunden da, 3 Stunden hier, 5 da. Nachheben Workshop, nochmal Nachbereitung, haben einfach die doppelte Arbeitszeit gehabt. Krass. Als sie bezahlte und war einfach total cool, so für mich auch das erste Mal quasi in so einer Runde zu sitzen und mit allen darüber zu reden, in welchen, also auch mit der Leitung darüber zu reden, zu sagen, ey, das ist irgendwie voll kacke. So, weil es einfach, du hast dann meinetwegen einen Stundenlohn von 40, du weißt, okay, das ist eigentlich nur 20. Und wenn ich jetzt nicht Studi wäre, ey, fuck, also wie soll ich, also wie willst du das irgendwie tragen, so, also ja, finanziell? Und so funktioniert diese ganze Projektlandschaft ja so. Ja. Aber das fand ich, also war für mich ein kurzes Ermächtigungsgefühl zu sagen, es ist total cool, darüber zu reden. Dann kam noch die Stiftungsleitung, ey, Christian, sag mal, wie findest du die Bezahlung? Und dann habe ich so erst so, oh mein Gott, und habe dann gesagt, die ist schlecht. Und hat dazu geführt, dass sie mehr Geld bekommen haben. Geil. Die haben dann echt dann nochmal so, okay, haben nochmal gesprochen, so als Team, auch in der Stiftung, und war halt so, okay, wir wollen euch hier nochmal irgendwie einen Aufschlag geben. Ja. Leute, wir müssen darüber reden, also auch quasi mit den Leuten, die vielleicht über uns, neben uns, unter uns, keine Ahnung wie gestellt sind, aber ich glaube, es braucht einfach dieses, auch in diesem kollektiven Betrieb, halt diese Vernetzung und die Organisierung untereinander, um halt einfach die Erfahrung auch zu teilen, wie es einem ja auch geht, auch quasi so, könnten ja noch
in einer anderen Folge mal über so Mental Health noch reden. So wie machen wir es einfach untereinander zu sagen, wie geht es uns privat gerade, außerhalb der Arbeit, in der Arbeit, wie gehen wir mit Dingen um und wie können wir uns gegenseitig auch schützen, auch dass uns auch in der sozialen Arbeit, die ja irgendwie voll anstrengend ist, dass uns dabei auch gut geht. Word. Das war so ein bisschen witzig, hier liegen so viele Mikrofone, ich habe mal das Gefühl, so, da ist dann so, da sitzt so die Welt und ist mal so, hey Leute, wir müssen uns organisieren. Hört mich hier jemand. So in den Tunnel reinschreien, hallo, ja. Echo. Also ich habe die Welt hier auch gerade gesehen, also ja. Hat funktioniert. Ich habe es gespürt. Ich versuche mal, die halbe Welt hier nicht anzustoßen. Das ist kurz Erdbeben. Das ist so interessant und so unendlich. Ja, und so durcheinander und ja, aber wichtig. Ich denke auch die ganze Zeit so krass, wir springen so assoziativ überall hin und ist so, okay, worum geht's hier eigentlich gerade? Ich find's geil, das ist ja genau mein Style. Ja, organisierte auch. Chaos. Das ist genau, ich gehe da und auch. Und wenn Leute den Podcast zum Einschlafen hören, dann ist das auch perfekt, weil Kopf kommt irgendwann nicht mehr mit, das so, wo waren die jetzt? Rote Faden ist überall. Wollknäuel, ne? Ja. Ja, aber wir haben so ein bisschen so, wir sind ja auch schon über der Zeit, haben unseren Punkt ein bisschen abgelabert. Aber hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nee, also ich glaube, das ist so, ich finde das deinen Appell gerade, ne, mit dem mehr darüber reden, das klingt so, ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich aber auch so ein bisschen, ob wir irgendwie, also ob wir nur unter uns quasi darüber reden sollten. Also wie weit wir irgendwie aus dieser sozialen Arbeitsposition herausgehen sollten. Und ich habe das Gefühl, so, ne, wir machen uns alle viel Gedanken, wir machen irgendwie unsere Sachen, wir sind irgendwie auch außerhalb davon unterwegs und definieren irgendwie unsere Profession als politisch und irgendwie damit so gesamtgesellschaftlich, aber ja schon auch irgendwie so aus der KlientInnenperspektive und so. Und ich weiß gar nicht, wie viel eigentlich irgendwie das dann außerhalb des konkreten Arbeitskontexts passiert, quasi so ein bisschen diese Profession mal öffentlich in Frage zu stellen und sie von außen neu definieren zu lassen. Und zwar jetzt nicht von irgendwie dem Staat oder irgendwie dem Gesetzgeber, sondern irgendwie dann schon nochmal zu fragen, okay, was soll diese Profession eigentlich hier bieten und was soll sie irgendwie leisten? Das ist die Frage, ja, ich weiß nicht, ich dachte ja eben vorhin so, soziale Arbeit kommt aus sozialen Bewegungen und ich frage mich immer so ein bisschen, wollen wir nicht dahin zurück oder irgendwie wollen wir nicht zu was Neuem? Weiß ich nicht. Ist dir was? Hättest du es so stehen gelassen, hätte ich gesagt, das ist so ein gutes Ende, das ist so eine schöne offene Frage zum Ende, so, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt gucken, ob ihr noch was so, vielleicht weiß es jemand von euch. Naja, ich denke mir immer so, meine Motivation ist, diese ganzen coolen Errungenschaften, so wenig sie es ja auch gibt, kommen ja aus sozialen Bewegungen und wurden erkämpft. Und ich finde, das ist einfach der Auftrag, den wir haben. So für die bessere Welt halt zu hasseln. So. Naja, und ich finde es auch immer schwierig, natürlich, dass diese soziale Bewegung, dass das wird ja dann auch so viel angeeignet, so auch in der sozialen Arbeit und dieses auch darauf zu verweisen, so, das ist ja so essentiell eigentlich. Und das fehlt mir halt auch noch voll. Und deswegen kann ich noch nicht so ganz damit arbeiten, weil, also, wenn wir auf die Zukunft schauen, dann müssen wir halt auch genau erstmal zurückblicken und sagen, okay, was ist hier eigentlich passiert? Woher kommt das? Was haben wir eigentlich abgeflacht? Wir haben das aus der sozialen Bewegung genommen und dann irgendwie ein neoliberales System reingepfercht. Mhm. Und wie geht das weiter? Und wenn ich jetzt dann so in die Zukunft gucke, dann würde ich so denken, oh mein Gott, bitte nicht, weil es wird immer schlimmer so. Aber also da wieder zurückzugucken oder was auch aktuell passiert, das mit reinzunehmen, die Leute, die Menschen, die diese soziale Bewegung auch prägen, mit reinzunehmen, ne? Also auch diese Fragen, die wir auch schon mal besprochen hatten von, was bedeutet eigentlich irgendwie diese Ausbildung und das Studium zu haben und in der sozialen Arbeit tätig zu sein oder inwieweit kann man, was wir vom Weglaufhaus auch hatten, auch als betroffene Person aus der Antipsychiatriebewegung auch in einem sozialen Bereich aktiv sein, ohne soziale Arbeit zu studieren, also diese Expertisen auch anzuerkennen von der sozialen Bewegung. Das sind für mich alles so Fragen, da würde ich gerne mit zusammengehen, aber auch gucken, genau wie sieht das dann aus so, und wie verhält sich das zu diesem Professionsverständnis und das alles anzuerkennen, zu schätzen.
Ich finde da auch nochmal an der Stelle so Props an so Staub Bernasconi, also die noch über die über das Triple-Mandat. Naja, weil ich es irgendwie so wichtig finde, was du ja auch gerade gesagt hast, denn wir müssen ja quasi das nehmen, um dann nochmal über die politische Ebene, über soziale Arbeit nachdenken zu können und dennoch vielleicht zu sagen, es gibt die und die soziale Bewegung und wir gucken uns halt die Kraft darin halt an, nicht um das dann abzuflachen ins neoliberale System einzufügen, sondern eher zu sagen so, okay, was bedeutet Radikalität und Aktivismus für die soziale Arbeit und das dann halt neu zu definieren und zu sagen, okay, wir haben historisch gesehen, haben wir die und die Person, auf die können wir uns beziehen und lass irgendwie das irgendwie gucken, da irgendwie so eine Kraft draus ziehen und da halt irgendwie vorangehen und nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal wieder so ein bisschen Reorganisierung und ein bisschen Marktkonformität und gucken mal, dass der Laden hier läuft und dass unser Konto irgendwie halbwegs voll ist. Schönes Bürgerbeteiligungsprojekt, ja. Und dann Empowerment draufschreiben. Genau. Ja, ich dachte, vielleicht müssen wir eher so als soziale Arbeit quasi den sozialen Bewegungen zuarbeiten als andersrum. Mhm. Also wir sind irgendwie dann ja zum Teil doch, jetzt auch ja, wir sind irgendwie viel prekär beschäftigt, aber zum Teil sind wir ja schon nochmal auch irgendwie in einer privilegierteren Situation oder auch irgendwie an dem System halt irgendwie näher dran, sitzen an Stellen, wo wir mehr Infos bekommen und ja, für irgendwie einen Träger ist es jetzt nicht so die große Herausforderung, mal Termine mit der Politik zu vereinbaren und sich mit dem Stadtrat oder irgendwelchen Ämtern zu treffen, wo irgendwie soziale Bewegungen vielleicht länger brauchen. Vielleicht ist es eher so, anstatt immer zu sagen, wir sind zwar die Weiterentwicklung von sozialen Bewegungen, aber vielleicht müssen wir es jetzt wieder umdrehen und sagen, wir arbeiten den Bewegungen zu. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Machen wir so. Machen wir so. Ja, Jonas, danke, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Schön, dass du extra angereist bist. Wir haben ja überlegt, auch zu kommen. Ja, deswegen müssen wir auch noch eine zweite Folge machen, damit wir dann nach Leipzig fahren können. Ja, ihr könnt uns gerne besuchen. Ja, voll gerne. Ja, schön. Danke für die Einladung. Bis bald. Ah, Physik, Umpass, ihr Chor, dann Physik, Hass, Hass, dann Boah, Physik, so krass, ich für, wenn ich hasse, ich frag. Und distanziert. Wie kann man denn bei euch mitmachen? Natürlich geht das. Das geht auf jeden Fall. Und das geht irgendwie sowohl in Leipzig als ja eben auch in den ganzen anderen Städten, wo gerade Gruppen bestehen oder sich bilden, was gerade immer mehr passiert und irgendwie tatsächlich auch immer mehr neue Gruppen dazukommen. Ne? Das ist sowohl die Option, das ist ja auch so ein bisschen unser Plan, dass wir irgendwie wollen gerne mehr und mehr und werden in mehr Städten vertreten sein. Genau. Schreibt uns eine Mail.